Die Staatsanwaltschaft in Limburg hat Anklage gegen einen 34-jährigen Mann wegen Mordes erhoben. Im Oktober 2019 soll der Mann seine damalige Ehefrau brutal angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Frau zuerst mit dem Auto angefahren und im Anschluss mit einer Axt und einem Küchenbeil auf sie eingeschlagen habe. Als Motiv wird die zuvor erfolgte Trennung vermutet. Das Paar, das zwei Kinder hatte, lebte gemeinsam in Andernach. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu überwinden, legt die rheinland-pfälzische Landesregierung einen Nachtragshaushalt in Höhe von 3,3 Milliarden Euro vor. Dieser soll am Freitag per Eilverfahren im Parlament abgesegnet werden. Das Plenum am Freitag wird allerdings deutlich verkleinert. Auch sollen alle nötigen Hygienemaßnahmen und der Mindestabstand streng befolgt werden, so Landtagspräsident Hendrik Hering am Mittwoch. Das beschleunigte Verfahren soll dafür sorgen, dass Gelder schnellstmöglich bei denjenigen ankommen, die sie dringend brauchen. Nachdem die Bundesregierung die Einreise von Erntehelfern nun doch verboten hat, sorgen sich die Landwirte in der Region um die nächste Ernte. Besonders die Betriebe im Süden von Rheinland-Pfalz stünden vor großen Problemen, so der Bauern- und Winzerverband. Durch den Stopp der Einreise ausländischer Saisonhelfer werde dies schier unmöglich. Der Verband fordert deshalb, das Einreiseverbot schnellstmöglich aufzuheben. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.